servus Leute zum Freitagsvlog. Jo, bei mir ist wieder ein bisschen was passiert. Was genau? Ja, auf Instagram und Facebook habe ich wieder Bilder gepostet. Und zwar vom KA15 Motor von dem MWM. Die hat mir mein Vater mitgebracht gehabt. Und ja, es geht langsam voran. Die Köpfe müssen jetzt da nur noch geplant werden. Und gestern hat er ein paar Kleinteile da noch gebraucht. Die Wasserpumpe vom KA15, die Stößelstangen vom KA15, den Wasserablasshahn, Lichtmaschine und Anlasser musste er mitnehmen. Halt alles ein paar so Kleinteile. Die habe ich gestern noch zusammengepackt. Die brauchte. Ja, und da wird doch dann langsam wieder ein Motor draus. Und da kann ich euch gerne mal ein paar Bilder an dieser Stelle hier einblenden. Ja, also ich würde mal sagen, es schaut doch schon richtig gut aus. Wird doch langsam ein Motor. Also mir gefällt das ja richtig gut. Was meint ihr? Also ich finde ihn gut. Bin gespannt, wenn der Zweizylinder wieder verbaut ist. Wird bestimmt lustig. Ja, so viel auf alle Fälle dazu. Da wisst ihr da auch Bescheid. Also das aktuelle Wetter bei uns ist recht feucht. Wir hatten jetzt aktuell 10 Liter Regen. Ist natürlich optimal für die Saat, ein bisschen was ist schon aufgegangen davon. Das kann ich bei Gelegenheit einmal noch mit zeigen. Da ist schon ein bisschen was vom Vases aufgegangen. Aber da ist natürlich noch nicht alles gewesen. Es sind doch einige trockene Stellen gewesen. Und jetzt mit dem Regen, dann kann das Saatgut richtig schön keimen. Kommt richtig hoch, dass das vom Winter noch ein wenig Stabilität kriegt und schön wurzeln kann. Und dann haben wir da ohne Winterbegrünung quasi auch drauf, dass mit der Erosionsklasse 2 keine Probleme gibt, mit dem Wasser 2, und dann passt es. Ja, und dann konnte Weizen wachsen, und dann bin ich gespannt, wie er nächstes Jahr wieder dasteht, was wir für Ernte kriegen, aber das wird man sehen. Wir fahren ja keinen zusätzlichen Kunstdünger raus und ich fahre ja normalerweise auch keine Spritzmittel. Und nach aktuellem Stand, nachdem mir ja das Feld abgebrannt ist und dann haben wir es gegrubbert gehabt, dann waren die ganzen Pflanzen nochmal kaputt und dann ist geackert worden. Da habe ich nach der Agenda dann auch noch einiges an Ampfe und Disteln rausgelesen. Ja, momentan steht es richtig schön sauber da, Unkraut habe ich noch keins gesehen. Ja, ich würde mal sagen, das war mechanische Behandlung, keine chemische. Dann kann ich mir das Spritzen vielleicht sparen. Wie gesagt, warum soll ich unnötig Spritzmittel drauf fahren, wenn es nicht sein muss? Ich meine, wir laufen als konventioneller Betrieb, aber man muss ja nicht. Wirtschaftliche Schadschwelle, sage ich da bloß, ne? Ja, aber dann kann das jetzt da unten auch schön keimen. Wie gesagt, temperaturtechnisch liegen wir jetzt um die 12 Grad. Es regnet schön oder wie aktuell gar nicht. Ja, und wenn es jetzt nicht regnet, dann nutzen wir die Gelegenheit. Dann fahren wir jetzt gleich noch ein Heu und Stroh für die Viecher holen und das Gras hier rauf. Und da wünsche ich jetzt viel Spaß. Ich gehe hier mal jetzt auf den Wunsch eines Zuschauers ein und mache ein bisschen mehr Ego-Perspektive quasi. Ja, das machen wir heute ganz einfach. Wir nehmen den Kramer mit dem Ladewagen. Den fahre ich jetzt rückwärts unten an den Stottel. Da schmeiße ich dann gleich einmal ein wenig Stroh und Heu drauf. Fahre es mir rückwärts da rauf, bringe es in den Stall rein und kann dann anschließend gleich noch ein Gras für die Viecher mit abladen. Bietet sich ja alles schön an. Juhu, der Bulldog ist auch nass. Feucht. Diesig heute. Upsa. So. Wie sagt der Vater immer, Vogeljahr bräuchte man eigentlich nicht. Müsste ich nicht, aber die Batterie, die ist durch die 33 Ampere Lichtmaschine mir so schön vollgeladen. Dann kann ich vorglühen. Habe ich schon gedacht, die Lichtmaschine ist kaputt beim Schlepper, weil beim Standgas immer die Ladekontrollleuchte angeht und erst bei 3/4 Gas aus und dann blitzt sie zwischendurch einmal auf. Dann habe ich meinen Vater gefragt, da sagt er, naja, das ist ganz einfach. Deine Batterie ist vorne voll und dann schaltet das Ding da vorne ab, die weiß nicht mehr wohin mit dem Strom. Muss da mal über Nacht das Licht anlassen.
Ja, gerade war es nochmal eher trocken und schwupp ist der Regen wieder da. Naja, so schnell geht's. Feuchtfröhliches Vergnügen heute. Dann rechnen wir mal lieber ein wenig auf Seiten. Dass wir den gleich kaputt hauen. Und dann, ja. Auf in die Scheune. Und ich habe schon wieder einen Verfolger. Müssen wir die Treppen runterfällt, der Knallkopf. Ah ja, schaut gut aus. Die Rübengabel. Tja, nun ist der Rechen doch wieder dort, wo er nicht hingehört. Ja. Windig, windig. Ja, warum fahre ich jetzt keine große Mengen auf? Ganz einfach. Ich habe eigentlich geplant, ich habe jetzt Ende der Woche Urlaub und nächste Woche ein bisschen Urlaub. Ja, wollte ich ja mal gucken, ob ich vielleicht, wenn das Wetter passt, das lose Material von meinen Bekannten holen kann. Deswegen fahre ich jetzt keine großen Mengen auf, weil das muss ja dann auch irgendwo hin. Und loses Material wird sich ja anbieten, wenn ich es direkt im Stall bunker. Ups. Weil extra pressen und extra Sprütter dafür rausfahren wollte ich eigentlich auch nicht. Na, wo ist er denn? Dann halt nicht. So. Ich denke, das reicht. Da komme ich wieder ein paar Tage hin. Gut ist. Machen wir die Klappe zu. Wo ist er denn? Reili, auf. Fertig, du Hum. Tja, meine Trittstufe, die ich festgeschraubt habe, hält übrigens immer noch bombenfest. Also da gibt es noch nichts. Ja, ein bisschen was haben wir. So macht es nicht so viel Sauerei.
Und yep. Jetzt kommen die Vorteile des Kratzbodens zum Tragen. Also keine Angst, das macht dem Ball nichts, wenn die jetzt ein wenig feucht werden. Die waren ja eh relativ zügig verfüttert. Also da mache ich mir jetzt keine Gedanken. So, Freunde, Emma, pass mal auf. Hey, Hanna, rutsch. Ah. Ich gehe mal davon aus, auf der Kameralinse wird man nichts mehr erkennen. Thank you.
Oh je. Und parken. Schön nass heute. Prima Sache, ist die Scheibe mal wieder sauber. Zack. Und absitzen. Ja, wo sind denn die Stufen? Die Ställe sind fertig, Heu haben wir wieder, Gras haben sie auch gekriegt, die fressen jetzt schön. Wasser haben wir, dann machen wir noch unten zu und dann haben wir das soweit. Ja, schön feucht heute, jetzt machen wir hier noch zu. Oh, der EHC steht ja hinter mir. Immer noch das Mähwerk dran. Ich denke mal, es wird schon noch mal schöner werden. Ja, so schön wieder ein Abdruck. Ja, ich denke mal, es wird schon noch mal schöner werden. Ich lasse es aber noch angehängt. Das Gras, was ich noch drauf habe, langt mir jetzt noch für morgen. Und ja, dann schauen wir mal. Wenn es wieder ein bisschen trocken ist, dann fahre ich noch mal rein in die Wiese und dann mähe ich ab, was geht. Weil haben ist besser als brauchen. Und wie man sieht, ich kann mir mit dem Füttern da von dem Gras durchaus einen Ballen Heu sparen. Ich habe jetzt einen Ballen Heu rein und ja, der Rest ist quasi Gras und das, was ich halt da jetzt vom Heu zusammengekratzt habe, das kriegen die. Und warum soll ich jetzt zwei Ballen Heu verfüttern, wenn es mit einem auch geht und wenn ich noch Frischgras füttern kann? Von daher, ich sage es ja immer wieder, das lohnt sich für mich schon. Kommt halt immer darauf an, wie man es macht. Wenn ich jeden Tag losfahren würde und jeden Tag mähen würde, dann könnte ich mir Heu genauso gut kaufen. Aber wenn ich für 3-4 Tage im Voraus mähe, klar, das wägt dann ein bisschen an, aber dann rentiert sich das durchaus. Gut, das würde ich sagen, war es dann erst einmal für heute. Und dann schauen wir mal, was die Woche noch so kommt. Und dann sehen wir weiter. Jo, da ist schon wieder Donnerstag. So schnell geht das immer. Ja, gestern haben wir ja Heu und Gras verfahren gehabt, ganz normal. Heute bin ich wieder beim Viechermachen, ganz normal wie immer. Halt das Übliche, kennt ihr ja. Ja, ich habe heute bis 2 gearbeitet und jetzt habe ich bis nächste Woche Freitag Urlaub. Ich muss nächste Woche, also nach dem Feiertag, wieder auf die Arbeit. Ja, wir sind jetzt gerade bei den Schweine unten gewesen und bei den Hühnern. Die sind fertig und beim Leo drüben, dem haben wir ja Futter unter Wasser gegeben. Und ja, hier oben, da brodelt schon wieder mein Topf.
Das Futter hat heute meine Mutter aussortiert gehabt. Das ist das da. Ja, und da brodelt, wie gesagt, wieder ein Topf. Den haben wir hier. Eine bunte Mischung. Da sind jetzt Kartoffeln von uns selber dabei. Äpfel aus dem Garten, Quitten aus dem Garten sind unten drin. Und ja, ein bisschen Blumenkohl und so. Keine Ahnung, fragt mich nicht, wie das Zeug heißt. Meine Mutter weiß das. Ja, komischen Knollen da. Oh. Der Name fällt mir jetzt wieder nicht ein. Die weiß es auswendig. Na, egal. Das kocht auf alle Fälle vor sich hin. Ja, ich muss jetzt noch in den Pferdestall nehmen, der ganz normal wie immer. Das Übliche. Da kommt jetzt dann wieder der Mist raus und frisches Stroh und frisches Heu rein. Und da Gras fahre ich innen mit dem Kram wieder auf. Das ist ja meine tägliche Arbeit im Moment noch. Also andere, die haben ja schon alles verräumt. Ich habe gesagt, ich mache jetzt so lange wie möglich noch mal Gras mähen. Ich werde jetzt... Das war der Esel. Ja, Emma! Ich komme doch schon! Ich kann das gut. Ja, ich werde jetzt auf alle Fälle hier den Stall machen und ihnen dann gleich ja Gras noch rein tun, dass die was zu tun haben. Ja, und sonst, mein Auto steht noch draußen. Morgen, wie gesagt, es soll das Wetter angeblich noch mal so bleiben, wie es jetzt ist. Also zwar trüb, aber nicht regnen. Dann werde ich morgen mit dem IHC und mit dem Trommelmähwerk den Rest auf meine Wiese wegmähen. Werde das mit dem Ladewagen gar laden. Dann kann das Mähwerk aufgeräumt werden, eingewindet. Dann kann der Häcksler endlich wieder rüber in die Scheune. Und der Kipper wieder ganz vorne ran, der IHC wieder in die Maschinenhalle. Und dann steht wirklich nur noch mein Auto draußen, so wie jetzt. Und halt der Kram mit dem Ladewagen da drin, ganz klar. Weil irgendwo muss ich das Gespann ja unterbringen. Und da innen steht es halt trocken und eigentlich nicht schlecht. So mache ich das. Und wenn das dann leer ist, dann wird der Ladewagen aufgeräumt. Dann kann der Kram wieder hinter das Auto und mein Auto wieder mit ins Carport. Das ist jetzt so der Plan für die Woche, die jetzt kommt. Oder fürs Wochenende. Dass ich vielleicht am Montag dann nochmal alles gar aufgeräumt kriege. Und alle Maschinen und Fahrzeuge wieder dort stehen, wo sie hingehören. Und dann kann wegen mir der Winter auch kommen. Ja, der Bagger, der gehört natürlich noch da oben rein. Der muss noch umgeparkt werden. Der steht aktuell ja noch damit bei meiner Koppel. Ja, halt das übliche Prozedere. Ihr kennt das ja. Andere sind, wie gesagt, schon fertig. Bei mir noch nicht. Ich habe gesagt, ich mache so lange wie möglich mein Graszeug. Und was man hat, hat man. Ja, und dann, wenn das Gras verfüttert ist, dann kommt die Koppel darauf. Ja, ja, jetzt meldet die sich. Dann kommt die Koppel eins höher. Da habe ich noch nicht gestellt gehabt. Und dann kann ich mit dem Balkenmäher noch oben am Eck da, oder? Ich weiß nicht, ob man sieht, das Zeug wegmähen. Und dann kriegen sie das noch. Und ja, dann wäre das für dieses Jahr auch erledigt. Wobei, mittlerweile kann ich da unten auf der Wiese einen dritten Schnitt machen. Da kann ich mit dem Balkenmäher auch wieder durch. Und kann für die Hühner und für die Schweine noch ein wenig Grünfutter mähen. Das Zeug, das ist so gut gewachsen. Da weiß ich gar nicht mehr, wohin damit. Also, das ist schon der Wahnsinn. Das wächst und wächst und wächst. Jetzt hat es geregnet. Schießt richtig aus dem Boden raus. Naja.
meine Pferde sind glücklich und der Esel und die Ziegen natürlich auch. Die mampfen jetzt fleißig. Ja, das Gras ist wieder verfüttert. Morgen am Freitag dann werde ich den Rest vermutlich gar mähen. Das heißt, wenn es nicht regnet. Und dann haben wir das weg. Und jetzt mache ich noch mal einen Stall fertig. Schnell noch sauber machen. Und das war's dann. Ja, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. War heute relativ kurz. War mehr oder minder bloß ein bisschen Gras verfahren und schnell ein wenig Heu und Stroh holen. Ja, klar, ist aber nicht so viel gewesen wie sonst. Aber so ist es nun mal. Es ist nicht jeden Tag so viel zu tun. Steht ja auch in meiner Kanalinfo. Und dann haben wir da auch wieder irgendwas geschafft. Wie gesagt, ich misste jetzt da noch schnell aus. Wasser habe ich gestern gemacht. Dann bin ich da fertig. Dann habe ich Feierabend für heute. Kann mich hinsetzen und einfach mal nichts mehr tun. Auch einmal ganz schön. Aber die Arbeit gehört dazu. Und die gefällt mir ja. Ja, in diesem Sinne. Jetzt würde ich sagen, machen wir dann, wie gesagt, Feierabend. Weil ich gefragt worden bin, ob ich einmal einen Bürorundgang machen kann. Ja, wenn ich ein Büro hätte, würde ich das gerne machen. Mein Computer steht ja im Schlafraum. In der Schlafstube. Und nachdem jetzt ja die Wohnung ein bisschen umgebaut wird und dann irgendwann einmal neu ist, dann zeige ich ja mal die ganze neue Wohnung, wenn sie fertig ist. Aber bis dahin, das wird noch ein bisschen dauern. Den Rundgang durch mein Zimmer, das lohnt sich nicht wirklich. Also ich glaube nicht, dass da viel zu sehen gibt. Ich habe, wie gesagt, eine kleine Küche unten im Keller. Ich habe ein Badezimmer und ich habe mein Schlafstum. Aber das ist ja nichts Besonderes. Wer hat das nicht, ne? Das machen wir, wie gesagt, wenn es einmal fertig ist. Meine Modelle, die ist gebeten worden, dass ich einmal wieder zeige. Machen wir natürlich auch irgendwann noch einmal. Ah, nicht jetzt. Das habe ich erst gemacht. Da müsste ich nachgucken, in welchem Video das war. Das verlinke ich gerne nochmal unten drunter in der Videobeschreibung. Das lässt sich einrichten. Und ich würde sagen, jetzt schauen wir halt einfach mal, was die Woche dann noch passiert. Ich filme ja fleißig weiter. Wie gesagt, ich habe jetzt Urlaub. Gut, dann würde ich sagen, das war es jetzt definitiv für das Video. Man sieht sich dann nächste Woche wieder. Ich wünsche ein wunderschönes Wochenende. Genießt es. Und ja, bis Dienstag 16:30 Uhr. Servus, bis dahin.